Dieses ist die Geschichte von Schubidoo, dem pfiffigsten kleinen Gespenst der Welt. Und alles, was wir gleich hören und erleben werden, ist gespenstisch lustig und manchmal auch ein kleines bisschen gruselig. Schubidoo! Diesmal beginnt unsere Geschichte am späten Nachmittag eines schwülen Sommertages. Und zwar mit einem gewaltigen Gewitter über der kleinen Stadt Ahrensburg. Schubidoo! Hier plaudert Schubidoo. Bei allen guten Geistern ist das aber ein naturgewaltiges Wetter heute. Da jagt man natürlich nicht einmal einen Hund vor die Tür, geschweige denn ein Gespenst vor Schlosstor. Nee, nee, wenn der Donner kracht und die Englein Pipi machen, dann bleibe ich lieber hier im Schloss und genieße das himmlische Schauspiel trocken und gemütlich vom Turmfenster aus. Potz, Blitz! Welch herrliches Donnerwetter! Wie es blitzt und knallt! Und der Regen prasselt wie ein Trommelwirbel gegen die Fensterscheiben, dass man dazu tanzen möchte. Das ist ja noch viel, viel schöner als ein Feuerwerk. Schubidoo! Natürlich kommen bei so einem Unwetter keine Besucher zur Schlossbesichtigung. Doch halt! Pocht da nicht jemand mit dem großen schmiedeeisernen Türklopfer gegen die Schlosstür? Wer könnte das wohl sein? Hallihallo! Wer klopft denn dort an die Türe meiner Luxusherberge? Da werde ich doch gleich mal hinunterschweben und nachschauen. Schubidoo! Ei, gucke da, mein Freund, der liebe Simon. Grüß dich, Schubidoo. Puh, ist das aber ein Sauwetter heute. Sauwetter? Wieso denn Sauwetter? Ich sehe nirgendwo eine Sau. Aber Schubidoo, Sauwetter sagt man doch bloß so, wenn es Hunde und Katzen regnet. Hä? Erst bist du von der Sau und nun von Hunden und Katzen? Du ziehst aber tierische Vergleiche. Doch sage an, mein lieber Freund, hast du mir Popcorn mitgebracht? Bei diesem herrlichen Wetter kommt nicht ein einziger Gast ins Schloss, um mich mit Popcorn zu füttern. Schubidoo! Klar, Schubidoo, hier hast du eine große Tüte. Bloß gut, dass die aus Plastik ist, sonst wäre das Popcorn im Ring völlig aufgeweicht. Das ist aber poppig von dir, Simon. Popcorn ist nun mal meine Leib- und Magenspeise. Donner und Doria, wenn es hierzulande kein Popcorn gäbe, schon längst wäre ich ausgewandert. Jawohl, das wäre ich längst. Wo der Urwald uralt ist, wo man Zeit nach Sonne misst, kamen mit Allodria Tiere aus ganz Afrika. Während der Zivilisation, da geschah die Sensation. Tat sein Bild von seinem Baum, was er hörte, glaubt er kaum. No, im Urwald ist heute schwer was los. Da wird Musik gemacht und alle Tiere klein und groß, die spielen, dass es kracht und durch den wilden Dschungel zieht. Der Bongo Boogie Beat, yeah, yeah. Der Bongo Boogie Beat, yeah, yeah. Auf dem falschen Pfad.